Zum Thema Stripper erinnert mich an die. Ah! Ich habe jetzt übrigens wieder ein paar Minuten vergessen, die Aufnahme zu starten. Schade. Das ist, wenn ich so aus der Küche wiederkomme und dann so ins Schwallen gerate. Dann vergisst man das schon mal. Habt aber nichts verpasst. Habe ich keine, nein, habe keine Dreiecke mehr. Dann muss ich neue Dreiecke machen. Programme quälen, das klingt so gemein. In dem Pack guckt das durch und das gefällt mir nicht. Hey, ist doch gut beleuchtet. Was wollt ihr denn hier? Oh. Wenn man mal überlegt, dass das hier mal die äußerste Stadtgrenze war. Damals noch hier so eine schöne Kaktuswand gebaut. Wo dann die Monster reingelaufen sind. Zum Frühstück habe ich dann einmal den Loot abgesammelt. Ja, und heute mittendrin statt nur dabei. Hi Thomas, moin moin. Naja, ich bespiele diese Welt jetzt halt auch schon über 10 Jahre. Da hat sich halt einiges verändert. Also ähnlich mache ich es auch. Ausprobieren. Learning by doing. Meiner Meinung nach immer noch eine der effektivsten Methoden. Jetzt haben wir keinen Dripstone mehr. Und hier weigert sich gerade auch alles irgendwie zu wachsen. Och komm. So schlecht bin ich gar nicht. Ich hätte ein bisschen mehr Platz machen sollen.
Das ist hier eine Riesenschweinerei, ich sag's euch. So. Schnell erstmal wieder weg. Ja. Jetzt weggehen ist halt auch blöd. Weil dann tut sich hier gar nichts. Wir haben doch noch so einen massig weißen Teppich hier liegen. Den könnten wir ja mal schnell verlegen. Ziehen wir nämlich hier so Bahnen rein. Auf den Ecken geht es leider nicht. Jetzt machen wir das hier doch anders. Packen wir hier hin. Dann können wir da nämlich durchziehen. Eigentlich ist das mit dem Teppich auch eine blöde Idee, denn... Ach, lassen wir's. Lassen wir's jetzt so. Wie komme ich jetzt hoch, um da oben abzubauen? Na gut, wenn wir jetzt die Ecken hier freilassen, kann man natürlich hier Baugerüste hinstellen. Ja, nee. Im Endeffekt bleibt es eine blöde Idee. Was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist eine Kiste voll mit Baugerüsten. Aber das sollte so ja dann kein Problem mehr sein. Dann lassen wir es wirklich so. Es klopft an der Tür. Wartet ganz kurz. Guten Abend. Jo, bitte sehr. Tschüss. So, Paket für den Nachbarn abgegeben. Auch erledigt. So. Jetzt stehen wir hier und warten. Ja, wir könnten auch einfach noch mehr Tropfsteine in der Mine sammeln oder wir könnten hier erstmal weiter umbauen. Hier ist jetzt ja auch mit den Platten noch. Aber die lass erstmal da unten dran. Wir haben ja noch eine ganze Reihe. Wozu brauche ich so viel Tropfstein? Naja, besser haben als brauchen.